So, hallo, wir machen weiter. Bei. Nimmt das richtig auf? Hier stand gerade Codierung überlastet. Jetzt sollte es gehen. Super Mario Maker. Das letzte Mal haben wir die neuen Level von Trivi und Markus angeschaut. Und jetzt werde ich mir mal angucken, was mir der Aggressor empfohlen hat. Das war einmal hier. V2T. XPX. Jetzt irgendein Kaiser-Quatsch kommt, hau ich dich. 736. So. Ich vertraue dir. Was? Vielleicht 73G. Vielleicht 73G. Vielleicht ist das ein G. Yes. Jene Abschlussrate. What? Extreme Desert Bus. 0,5% Abschlussrate. Hm. Alles klar. Erreiche das Ziel in einem Cooper-Auto. Dann gib mir das erstmal. Dankeschön. Geht das irgendwann kaputt, wenn ich Quatsch mache damit? Ah. Dann gucken wir uns mal an, was da alles kommt. Es ist nur fahren oder muss man auch noch andere Sachen beachten? Oh mein Gott. Okay, dann fährt man hier. Wahrscheinlich ist halt das Gefährliche, dass man ständig dann irgendwo reinfährt, ne? Und dann dadurch das Auto kaputt macht. Hab ja gesehen, nach dreimal geht's kaputt. Oh je. Da muss ich erstmal ein bisschen lernen, mit dem Auto umzugehen dann. Ah, und ich brauche das Auto hierfür, weil das kriege ich jetzt nicht auf. Yo. Verstanden. Puh. Also, ich kann drehen. Ich kann direkt zum krassen Sprung machen. Ich kann raus aus dem Auto und dann zieht es mir das dahin. Aber die Sprünge sind immer richtig krass nach vorne. Okay. Geht der bis da hoch? Jo. Wie komme ich jetzt da hoch? Hä? Hä? Muss ich von dem anderen bis darüber? Wo war das denn? Da war das. Dass ich hier praktisch... da oben drauf lande und dann aber ich habe hier gar nicht den Speed da oben. Ja, dann mache ich das automatisch kaputt. Was ist das denn? Hä, ich komme da nicht rüber. Wie komme ich da rüber? Kann ich das irgendwie? Nein.
Okay, mal gucken, ob ich hier irgendwas zum Auto herausfinde. Fahrtrichtung ändern. Haben wir springen, ab aussteigen? Ja, warum will ich denn hupen? Aber das war's. Das war's. Aber dann verstehe ich nicht, wie ich da das nicht hoch genug. Das ist einfach nicht hoch genug. Wow. Wow. Prostwets. Absolute Prostwets. Das Auto irgendwie so drüber schleudert wie so ein Yoshi, geht er wahrscheinlich auch nicht, ne? Das, vor allem das schleudert sich ja auch nicht wirklich. Aber wahrscheinlich muss ich, es geht gar nicht anders. Ich muss hier schnell hoch und dann direkt weiter. Oh boy. Na, hier so. Irgendwie dann da drauf landen. Ach komm. Das reicht ja nicht. Das reicht ja nicht. Ich muss das von da oben schaffen. Oh, Junge. Wie viel von solchen Sprüngen kommen denn noch? Jetzt haben wir das ein bisschen gesehen. Okay, hier drüber müsste funktionieren. Das müsste auch funktionieren. Das müsste auch funktionieren. Das müsste alles gehen. Das wird interessant. Dann fahren wir da oben rum. Dann fahren wir runter. Das geht alles klar. Dann fahren wir hier weiter. Dann muss ich darüber, ohne runterzufallen, und dann hier schnell rüber. Und dann kommt hier so ein ganz krasser Sprung. Oh Gott. Dann geht's hier oben weiter. Lauf halt. Boah, Mario, ne? Und dann geht's hier vorsichtig um die Ecke. Fahren wir hier einfach weiter, machen hier unseren Sprung, hier unseren Sprung. Lauter kleine Sprünge. Aber lauter ganz kleine Sprünge, dann geht's hier unten durch. Der wird nochmal gefährlich. Da kommen wir aber halt eh nicht hin. Das sieht auch nicht nett aus. Oh, dann kommt hier nochmal so ein Mistviech. Oh Gott. Dafür wir breaken das. Weiter geht das hier nicht. Puh, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Was ist eigentlich hier oben? Komme ich hier nicht hin? Egal, okay. Weil ich kann halt auch einfach nicht. Super. Ja, der macht halt immer gleich so weite Sprünge, egal was ich drücke. Ja. Ach, geh doch weg. Da, wenn ich da halt nicht... Ich krieg hier halt überhaupt nicht den Speed drauf, den ich brauche, um darüber zu kommen dann. Nee, verstehe ich überhaupt nicht.
Das geht halt nicht. Ich kann nicht von hier aus im Stand einfach los. Ah, jetzt. Und das meine ich. Ich müsste das wirklich irgendwie hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Das muss ich passen. Da muss ich echt passen. Vielleicht, wenn ich mal gelernt habe, mit dem Auto umzugehen oder wenn ich irgendwelche Tricks gesehen habe, wie das funktioniert. Aber da muss ich passen. Gut. Ein anderes hatte mir vorgeschlagen. Hier auf Twitter. 55S. BS4. Y1G. Und ich meine, die Abschlussrate spricht für sich. Das ist nichts Einfaches gewesen. Ah, das habe ich, glaube ich, gesehen irgendwo. Irgendwo habe ich das gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Aber das kenne ich. Das ist lustig. Spielt hier, ja, Pong sozusagen. Ach ja, das hat Hübi gespielt, weil das ist eines der fünf beliebtesten Level gewesen zu dem Zeitpunkt, als er es gespielt hat. Ich erinnere mich. Gut. We did it. Yay. Nein! Ach ja, das ist schön. Das stimmt. Das ist schön. Gut. Das war kurz. okay. Andere Sachen, die eingesendet worden sind, erinnere ich mich jetzt gerade nicht. Was können wir jetzt tun? Wir könnten jetzt... es gibt so viele Möglichkeiten. Ich würde aber wieder... Ich bin eigentlich ganz gerne im Moment dabei, einfach Level zu suchen. Irgendwas zu spielen. Gucken wir mal wieder, was gerade neu ist. So. Was ist das da eigentlich? Ah. Okay, das da ist neu. Let's go. Wettrennen gegen alle anderen Spieler, wer als erstes das Level geschafft hat. Juhu. Das geht nur jetzt in diesem Moment. Danach ist das Level irgendwann geschafft von jemandem. Ich finde das so cool. Diesen indirekten Wettbewerb, das gefällt mir echt gut. Oh. Dich nehme ich. Dich nehme ich. Wait. No. Wie, da kann man nicht rein. Oh, was ist das denn? Betrug. Ich verstehe die On-Off-Dinger da unten nicht, aber ist egal. Oh! Die nehmen wir noch mit. Nice! Aber wir waren sicherlich nicht die schnellsten, weil wir haben getrödelt und damit... Naja. War das nix. Das ist jetzt auch kein Level, wo ich sage, ich möchte einen Rekord aufstellen. Oh! Es hat gerade kein anderer gespielt, das ist der einzige Grund. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Okay, nice, mal wieder Erster. Aber, ja, war jetzt nichts Wildes. Slopes. Wahrscheinlich spielen gerade einfach ganz wenige und wir können jetzt ganz viele Erster holen. Wie wär's damit? Wäre ich voll dafür. Gib mir die. Ja, du gehst weg. Du gehst auch weg. Du gehst auch weg. Was? Ne, das kriegt kein Herz. Nein. Nein, das ist Quatsch. Also, das ist ein Quatsch.
Das ist ein Quatsch. Also, Entschuldigung. Schön, dass ich Erster bin, aber das ist ein Quatsch. Das ist ein totaler Quatsch. Ach. Der Mario Maker ist ein paar Tage alt und Leute bauen Level, die kein Mensch braucht. Oh je. Oh je. Hi. Es ist halt sein Ernst. Oder ihr Ernst. Wow. 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 Jetzt ist es einfach, Erster zu werden, weil es hauen so viele Leute ihre Level raus, dass einfach keine mehr dazukommt. I don't know anymore. Das war sehr klug von mir. Das war sehr klug von mir. What? What? Ach, der hat das aus... Ach, der hat das aus... Oh, verstanden. Ach, nee. Sehe ich nicht. Ich trau dir überhaupt nicht. Ah, scheiße. Okay, ich sollte ihm wohl trauen. Aber ich glaube... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen einfach hier weiter. Nein. Okay, vielleicht sollten wir erstmal gucken, wo es überhaupt weitergeht. Ich meine, ich kann nicht auch rausspringen, ne? So ist ja nicht. Ich sehe da eine Fahne. Entweder von oben oder von unten. Ah, ist dein Ernst, okay. Und jetzt laufen wir zur Fahne? Nein. Ah, okay.
wie hat er sich das jetzt vorgestellt? Oh no! Jetzt geht man zurück, um die Viecher zu holen. Was? Oh no! Das ist sein Ernst, ne? Oh no! Ich müsste jetzt Schritt für Schritt da zurückgehen. Um die Viecher auszulösen, die ich sonst nur von hinten gesehen hätte. Hä? Oh no! Da starten wir doch lieber neu. Ja, wenn man sowas dann im Endlos-Ding bekommt, ist das natürlich auch wieder frustrierend, ne? Oh Mist. Ich hab zu wenig gedreht. Uff. Und diese abgeschnittenen Röhren, Leute. Das muss man doch sehen, dass das hässlich aussieht. Oh. Wait, da ist noch eine Röhre. Die ich jetzt nicht mehr sehen werde. Weil ich doof bin. Da will ich rein. Da will ich rein. Da will ich rein. Die will ich mir erstmal angucken. Komme ich da direkt hin, wenn ich mich hier so fallen lasse? Nein. Muss ich. Oh. Jetzt muss ich das abschätzen. Okay. Na dann. Ungefähr. Nice. Komme ich da jetzt raus? Oh no! Hä? Oh no! Da komme ich jetzt. Was? Komme ich jetzt bei dem anderen Ding raus, wo ich dann. Hä? Was ist zu der Seite? Ah. Ah. Okay. Nützt es mir eigentlich was hier in die Richtung nochmal zu gucken? Ist da irgendwas? Nee. Also dann will ich aber von dem Checkpoint aus überhaupt nicht. Dann will ich von dem Checkpoint aus ja überhaupt nicht. Ne? Ist da vielleicht noch eine andere Röhre da oben? Aha! Ja, aber Moment. Kann ich da einen Block auslösen? Aha! Und das bringt mich jetzt zum Ziel. Alles klar. Gut. Wenn wir da wieder Erster sind, dann liegt das wirklich nur daran, dass einfach kein anderer das bisher gespielt hat. Also ja, es ist natürlich die Definition von Erster, aber ich meine halt auch einfach nicht gesehen hat das Level. Weil so viel mittlerweile hier reingerotzt wird, dass man gar nicht mehr diesen Wettbewerb hat. Schade. Ah, das ist schade. Das war eigentlich schön, dass es noch weniger war. Aber jetzt wird halt immer mehr reingerotzt. Und immer mehr Mist vor allem. Und da beginnt dann jetzt der Frust. Weil es einfach Quatsch ist. Ah, aber ich hole mir hier den Rekord. Also ich mache die Zeit noch besser so rum. Ich habe den Rekord ja gerade schon. Aber die Zeit verbessere ich noch. Nein! Ach, so ein Käse. Gott.
Genau, viel schneller wird's nicht. Viel schneller wird's nicht. Uff! Wait, wo ist meine Aufnahme? Da ist meine Aufnahme. 25 Minuten. Okay. Aber... es ist für mich kein Toll. Es tut mir leid. Da fange ich jetzt mal wirklich an, wählerisch zu werden, weil das ist... Ah. Basic Training. Ey, guck mal, er hat immerhin schon mal erkannt. Oh nein! Das ist Kaizo. Das ist hier, ne? Sowas wie was Panga auch gemacht hat, nur. Wait, wie ging das? Oh Gott, ich habe jetzt hier vor allem nicht diesen. Ach du Schande. Ich habe hier vor allem jetzt nicht diese Hilfen, wo ich das loslassen muss, damit es funktioniert. Ei. Oje. Aber wir gucken mal, was alles so kommt. Ah. Nein. Nein. Lass das. Damit kann ich das nicht direkt hier machen. Ah. Ja, das war nicht das, was ich tun wollte. Ja, das war auch nicht, was ich tun wollte. Gib mir das. Nein. Nein. Nein, ich lasse den viel zu spät los. Ah, ich bin doof. Oh. Ich dachte jetzt... Oh, nein. Ich dachte, ich kann den richtig schön hochwerfen. Aber ich kann das hier versuchen. Wait. Das geht hier ja. Wie so ein Shelljump praktisch. So ähnlich. Ja, das geht besser. Moment. Ah, das war schon ganz gut. Nein! Oh oh, Zeit ist gleich durch. Nein, das war gut. Ah, und jetzt hätte ich den Sprung. Nein, jetzt hätte ich den Sprung machen müssen. Nein! Nicht gut. Yes! Und jetzt... Ah, oh, jetzt muss ich hier warten. Was ist das? Mach's weg. Ah, oh, ist das viel... Ich wollte gerade sagen, hä? Aber dann ist da die Plattform. Okay. Okay. Da holen wir uns gleich mal eine bessere Zeit. Und jetzt kommt nur noch er hier. Oh, das wäre schön, wenn wir das hinkriegen würden gleich. Nein! Ah! Komm schon, gib mir das. Gib mir das Shit. Nein! Yes! Kann ich den Sprung von hier aus? Ich trau mich den nicht. Ich muss warten, ne? Oh, ist das dumm. Oder würde man den schaffen? Vielleicht würde man den schaffen, ich weiß es nicht, aber den traue ich mich gerade nicht. Okay, bessere Zeit. Bin zufrieden. Ist okay. Wer halt den Sprung auf Anhieb oder auf dem zweiten schafft, ist dann besser, aber naja. Ist okay.
eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ja, ich kann es nicht zurückziehen, ne? Ah. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das eigentlich keine Leistung gewesen, das da jetzt zu bauen. Ich habe den Röhrenrock erhalten für 10 Weltrekorde. Ja, Mensch. Der Kran. Der neue Kran. Bringt er etwa uns von A nach B? Dies erfährst du hier. Ja, let's go, André. 500. Zeig mir, was du kannst. Guck mal, da ist der Kran. Guck mal, da ist noch ein Kran. Was heißt Kran eigentlich? Ja, gut, es ist ein Kran. Es ist ein Greifarm. Hopp. Hopp. Greift dir dies. Und dann muss er hier loslassen. Und dann kriege ich was? Einen Schlüssel oder so? Wait, ein Pilz? Was will ich mit dem Pilz? Ist das sinnlos jetzt gewesen, der Raum? Na, hä? Ich meine, wenn ich hier in P-Switch jetzt rauskommen sollte... Ah, der geht da nach unten raus. Nein! Ah, der geht nach unten raus. Alles klar. Vielleicht brauche ich den Pilz. Ich brauche den Pilz. Wait! Na, eigentlich brauche ich ihn nicht. Weil die Münzen gehen ja wieder weg. Ja, da hat Nintendo dir ein ganz tolles Feature gezeigt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ergreift sich das ja von selbst. Ich muss da ja gar nicht hin. Dankeschön. Nope, ich wollte gerade sagen. Nope. Das fällt ja runter, wenn ich hinkomme. Ja, gut. Wahrscheinlich bin ich Erster, aber... Ja, kann man schon mal. Ist jetzt nicht schlecht gebaut gewesen. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber... Rafa 03, Level 3. Da wollte ich nicht hin. Okay. Also entweder unten oder oben. Wir entscheiden uns erstmal für unten. Oh, was tue ich? Nein. Was war das denn jetzt von mir? Wie ich einfach voll aufgeregt geworden bin auf einmal. Dabei sind das überhaupt keine wilden Sprünge. Ich weiß gar nicht, was ich mich anstelle hier. So. Wir bleiben unten. Da kriegen wir einen Checkpoint. Okay. Irgendwas ist da oben passiert. Ich habe keine Ahnung, was. Ah ja. Jetzt gucken wir uns mal den oberen Weg an. Ich hoffe, der ist spannender. Also, weil das, war jetzt ja nicht so spannend. Also Herz gibt es nur, wenn der obere Weg besser ist. Sonst gibt es kein Herz. Es passiert auf jeden Fall mehr als auf dem unteren Weg, aber das ist natürlich hier auch wieder...
ne? Ich verstehe nicht, warum er den unteren Weg gebaut hat, weil es hätte nur den oberen Weg geben müssen, weil von der Zeit her ist ja klar, wenn man den unteren Weg geht, ist man deutlich schneller. Aber den unteren Weg dürfte es gar nicht geben. Ich könnte ja jederzeit einfach runterspringen und ins Ziel laufen. Das ist... Dankeschön. Ah, wir sind beim Ziel. Wir sind jetzt die ganze Zeit über diesem... Nee. Oh mein Gott. Ja, Mensch. Mit einem toll befrachteten verfrachtet man diese Level in so Sachen wie die Endlos-Herausforderung und das möchte ich nicht. Das Feuerstrickhemd. Das möchte ich nicht. Das ist... Oh. Ich werde jetzt wirklich mit Herzen mich zurückhalten. Ich werde wirklich nur noch Herzen vergeben, wenn ich überzeugt bin von dem Level. Sonst gibt es keins. Und wenn es ein totaler Mist ist, gibt es auch ein Bu. Aber so gab es jetzt halt. Ein Bu hat es nicht verdient. Das nicht. Wait, wo muss ich... Ah, verstanden. Verstanden. Okay. Ciao. Ciao. Oha, 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 was tue ich hier? Brudi, das wird so nix. Okay. Da muss ich wirklich schnell sein und den weghauen, bevor die Pflanzen mich da malträtieren. Der Anfang ist so Zeitraum. Ne? Nicht hinterher springen. Das stumm. Hui. Zeitraum. Tschüss. Ja, geh dahin. Tschüss. Besser so. Nice. Muss ich den besiegen? Mist. Krieg ich eine neue Blume? Ja, okay, alles klar, verstanden. Bowser ist der blödste Boss hier überhaupt, ne? Weil ich habe keine Ahnung, wie man den besiegen soll ohne eine Waffe. Das geht nicht. Wir hatten ja mit dem Katzensuit, das war ja eine furchtbare Sache. Der hält so viel aus, mein Gott. Dankeschön. Oh. Hä? Ihr habt das auch gesehen, ne? Da war eine alternative Tür. Ha!
Sind wir eine Death Door? Da drüben ist... Da komme ich nicht hin. Außer er hat... Hat er Death Door? Hat er... Das wäre ja frech. Aber dann würde ich die nicht ganz offensichtlich da hinten... Nee, das... Nee, das hat er nicht. Das ist vielleicht ein Alternativweg. Das könnte natürlich sein. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Ah ja, ja, klar kann ich zurück, aber das ist natürlich nicht das, was ich meinte. Aber ich kann das mal mitnehmen hier. Aha! Erwischt! Erwischt. Ne, Moment, das ist einfach... Das ist einfach, da geht's weiter. Das ist der andere Weg. Also das ist der... Ne, das ist der... Das ist der, wo es dann weitergeht. Das ist einfach da drüben. Das hat er direkt nebeneinander gebaut. Ich verstehe. Kann ich mir das nicht zunutze machen? Pass auf, pass auf. Ah, scheint nicht zu reichen. Das scheint nicht zu reichen. Ah, das wollte ich nicht. Ah, das ist falsche Richtung, aber jetzt ist egal. Oh, komm, ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dass... Ich will das ohne den Spur, also ohne das Drehen machen. Ich glaube, dann komme ich sogar rüber. Könnte das reichen? Das wäre ja sick. Ah, da ist der... Okay, da ist der Abstand größer. Da ist dann der Abstand größer. Aber den kann man skippen. Den kann man skippen. Bin ich langsamer, wenn ich das Ding trage? Ich wollte es jetzt mitnehmen, aber... Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Nein! Oh, du regst mich auf, Kollege. Dann kann ich jetzt hier einfach hier durch. Und den kann ich jetzt einfach einmal nach unten befördern. Aber hier ist nichts anderes. Okay. Okay, also bis hier gibt es keinen Alternativweg. Habe ich zumindest keinen gesehen. Wie ist es in die Richtung? Ja gut, das ist wieder der. Das ist wieder der, den kennen wir ja schon. Kann ich in die Röhre vielleicht rein? Nein. Da komme ich auch nicht hoch. Ist da unten irgendwas?
Oh, no. Ich springe jetzt einfach mal da weiter nach rechts. Da ist aber auch nichts. Dann verstehe ich die Tür über dem Ziel nicht. Dann verstehe ich die Tür über dem Ziel nicht. Egal, man muss nicht alles verstehen hier. Happy Moon. Oh, das sieht doch schon wieder nach so einem kurzen Quatsch aus. Nee, okay. Ich hab nichts gesagt. Toll. Ah, no. Hä? Ah. Auf Röhren, bestes Indiz für tolles Level. Ach, Leute. Was ist los? Okay, wir können das neu nicht mehr spielen. Das ist nur noch Mist. Was ist? Aha. Wow. Nein! Aber garantiert nicht. Ach so, ja, verstanden. Ich darf nicht mehr landen dann. Oh. Ah, das ist mit Gravity. Das könnte cool sein. Bin ja kein Fan von diesen Dingern, aber mit Gravity sind die vielleicht sogar ganz angenehm. Ja, das könnte ganz lustig sein. Es ist tatsächlich eine schöne Kombination. Ist jetzt nichts Spannendes vom Bau her, ne? Also nichts... Ja, aber es ist ganz lustig. Ah, ich hatte Angst. Aber es ging gut. Neues. Das ist was? Ja, trotz dass es so simpel ist und keine Mühe dahinter... Also, ich will das nicht so kleinreden. Aber die Idee ist cool.
Und das ist was, das kann ich mir in der Endlos-Herausforderung vorstellen. Das bekommt ein Like. Ich möchte jetzt aber nochmal kurz zu dem Level von gerade zurück. Man findet es schon gar nicht mehr. Seht ihr das? Was in der Zwischenzeit alles hier reingebaut wurde? Ja, das ist. Deswegen gibt es keinen Wettbewerb mehr, wer als erstes da durchkommt. Das ist, wo ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Da ist nichts von dem, was wir gerade gespielt haben. Nichts. Wann kommt es denn? Holy. Oder habe ich es übersprungen? Nee. Aha. Ich bin überzeugt. Ich bin komplett überzeugt. Der Angriff der Gigantenkettenhunde. Jenes Scrolling. Weißt du, und das spielt Patrick selbst und denkt sich dann beim Spielen so, yo, das lade ich hoch. Ja, für seine Rechtschreibung kann er ja vielleicht nichts, aber für das Level kann er sehr wohl was. Patrick. Hast du uns was mitzuteilen? Wann kommt der... Alles klar. Ich warte jetzt noch auf den Giganten-Kettenhund, der mich gleich tötet und dann darf ich alles von vorne spielen. Oh mein Gott. Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Wow. Kettenhunde. Oh, guck mal hier, die Giganten. Nee. Nein, das ist nicht dein Ernst. Jetzt spielen wir alles nochmal, nur dass uns Kettenhunde entgegengerannt kommen. Ab und zu, wenn sie mal Bock haben. Oder sind das nur die am Anfang gewesen? Oh wow, guck mal, da ist wieder einer. Okay, nein, tschüss. Was mache ich denn da? Oh, nee, komm. Bruder. So, dann muss ich das anders machen, was ich tun wollte. Das war es nicht. Hä? Das Level ist weg? Hä?
Okay, ich wollte es negativ bewerten, aber es ist weg. Wait, man kann nur 32 Level hochladen. Guck mal da oben, hochgeladen Level 0 von 32. Das heißt, man muss austauschen, oder wie, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein neues hochladen und man hat 32 hochgeladen, muss man eins rausnehmen. Okay, dann kann zumindest nicht allzu viel Rotz hier reingeschossen werden, nämlich von jedem nur 32 Level. Ja, Mensch. Da muss ich aber dran dringend los. Na gut. Gucken wir uns noch die neuen Outfits an. Garantiert. Aber ich muss es kurz aufsetzen, damit das Ausrufezeichen verschwindet. Das sieht sogar ganz cool aus. Aber ich bleib hierbei. Huch, nein! Nein! Geh weg. So. Okay. Oh mein Gott, nein. Niemals würde ich das tun. Niemals. So, ich bleibe hierbei. Das gefällt mir nach wie vor am besten tatsächlich. Uff. Gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.